Ja, hallo, willkommen, mein Name ist Dani Rollp und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. Eine wunderschöne Nacht im Commonwealth. In der letzten Folge haben wir das DLC Automatron abgeschlossen und ich erhebe mich mal. Und auf den ersten Blick hat man vielleicht schon gesehen, meine Ausrüstung sieht jetzt ein bisschen anders aus und zwar zum Besseren. Irgendwie sehe ich jetzt voll episch aus. Ich sehe immer mehr mechanischer aus. Ich habe Vault 81, oder? Dieses eine Vault, wo wir reingegangen sind, wo alles friedlich war und so, nicht alle durchgeschnappt sind. Und ja, da habe ich mir einige Sachen geholt. Und zwar einmal hier diese Klamotten, welche, glaube ich, heißen irgendwas Overseer oder so, ne? Aufseher, ja, okay, Aufseher. Ich habe die englischen Begriffe nur alle im Kopf. Welche, ich glaube, einer von denen war so um 3-4 Punkte stärker als was ich vorher hatte. Und eins war, ich glaube, 1 oder 2 Punkte schwächer, hat aber mehr Energieresistenz gegeben. Und maximal hat sich, glaube ich, nur meine Verteidigung so um 3 oder 4 Punkte erhöht. Und ja, sieht auf jeden Fall besser aus als dieses Synth-Arm-Reif-Dingen, was ich vorher hatte. Sehe ich richtig gut aus. Ist noch am besten irgendwie was für das rechte Bein und ja. Vor allem, da passt irgendwie voll zum Helm. Ich wünsche mir ja immer noch, dass irgendwie die Augen, so dieser Augenbereich, dass der irgendwie so leuchten kann, das wäre am geilsten. Und ja, ich habe Nick beauftragt, dass er mich begleiten soll, aber er kommt irgendwie nicht hier hoch, weil alle irgendwie Probleme mit der Leiter haben. Ich glaube, ich tue die gleich nochmal rearrangieren und so. Und was zum Teufel? Der Roboter ist ja immer noch da unten. So, warte mal, ich muss mal, Früher konnte ich immer hier von so da runter springen. Ach ja, ich habe mir übrigens noch hier das Scharfschützengewehr geholt, welches auch im Vault 81 verkaufbar war. Und ja, das hat mich alles eine Stange Geld gekostet. Also Kronkorken, wie viel habe ich jetzt eigentlich? 10.000, okay. Ja, okay, dann habe ich danach wieder voll viel verkauft wahrscheinlich. So, warum kommt ihr alle nicht hier hin? Ich meine, ich platziere hier alles so schön. Und ihr habt echt Probleme hinzukommen, habe ich das Gefühl. Oh, nein, nein, ich will kein Ding bauen hier. Müsste eigentlich hier hinlaufen können. Also, bist du bereit? Ich weiß nicht, wo Curry ist. Ach ja, ich habe irgendwie was herausgefunden, wie man mit Danze ein paar Beziehungspunkte kriegen kann, ohne, da ist Nick, ohne dass man irgendwas dafür machen muss. Ich hoffe, das klappt jetzt hier auch wieder. Und zwar nehme ich jetzt einfach hier einen Fusionskern und begebe mich in diese Rüstung ein. Oh, apropos Rüstung, ich habe ein Level abbekommen auf Screen. So, jetzt gehen wir mal da rein. Und das gefällt dann den Danzer, wenn ich mir wieder Zeit gelassen habe. Ja. Und wieder raus. Das kann man wirklich so alle 5 Minuten machen. So gerade ein paar Dinger zu bekommen. Ist ein bisschen abusing hier von diesem System, aber was soll's. Wow, okay. Ist glaube ich aber immer noch nicht irgendwie. Ach ja, ich habe mir ein paar Roboter gebaut. Die sind allerdings jetzt noch hier in der Prototypphase. Zum Beispiel habe ich mir hier so ein, ich will mir so einen richtig fetten bauen, so auf Rädern oder mit diesen komischen Wachbot-Beinen und so. Dann habe ich hier einen Ladybot, weil ich irgendwie so ein Aggressetron nachbauen will. Und ich glaube, das war's. Natürlich hier Dogbot, wenn ich immer noch der Nummer 1 da sein wird. Und ja, ja, die sehen jetzt bis jetzt noch richtig kacke aus, weil ich noch nicht genug Teile habe, um die vollständig zu bauen und so. Aber wird sich noch ändern. Warte mal, bin ich überhaupt runtergegangen? Ich bin hier runtergegangen, um diesen blöden Roboter hier zu erkunden, der immer noch herumliegt, komischerweise. Quantenrohren. Ja, super. Weißt du, ich bin
nachdem ich den letzten Part aufgenommen habe, hier zum Mechanisten-Versteck gegangen und wollte die ganzen Roboter looten. Die waren alle weg. Und ich spiele jetzt hier so. Wir sind schon ein paar Ingame-Spieltage und so vergangen. Deiner Meinung nach den Krieg und was zum. Gewonnen? Wohl niemand. Was ist das? Sind schon Ingame wieder ein paar Spieltage und so vergangen. Und der Rote ist immer neu am Rumocken. Hauptsache die Dinger, die verschwinden irgendwie nach einer Stunde oder so. So, Level Up habe ich durch Drogen herstellen bekommen. Ich habe die ganze Zeit Buffouts und Medics und all sowas verbunden und habe die ganze Zeit dadurch Erfahrungspunkte bekommen. Und ja, wir nehmen als nächstes Nuklearphysiker Stufe 2, damit Fusionskerne noch länger halten. Und Strahlungsabhalt. Ich habe jetzt meine Dings dabei, mein Lorenzo Artefaktpistole, die zwar sehr schwach ist wegen dem Effekt und so. Na, gucken wir mal, 28, 42 und 15. 28, 42 und 21. Ach, nur der Strahlungsschaden tut sich dadurch ja wieder super. Ach hier, hätte ich vielleicht auch drauf gucken können. 14. Also nicht. Weiß ich nicht, was ich vorhatte. So, jedenfalls. Strahlungswaffen und Fusionskerne halten jetzt 50% länger. Und stärker kann ich jetzt nicht mehr machen. Ah. Gut, wir haben den Skill angefangen, also werden wir ihn auch zu Ende machen. Und ja, gehen wir mal aus dem Weg. Irgendwo ist Curry auch hier irgendwo, die redet die ganze Zeit. Ich höre die ganze Zeit reden, wenn ich irgendwie da oben bin, aus irgendeinem Grund, aber ich weiß nicht, wo die hier ist. Ich kann die nicht finden, das wollte ich die mitnehmen. Aber egal, wir machen jetzt mal von was ich annehme, dass es irgendwie eine wiederholbare Mission ist, aber gehen wir mal einfach auf Nummer sicher. Wo ist ja ein sicherer Ort, wo ich mich hinbauen kann. Gehen wir mal zum Schrottplatz. Ich glaube, genau da ist nicht sicher, aber egal. Ja, boah, das ist schon sehr lange, als ich aufgenommen habe. Irgendwie 2 Wochen oder so. Ist gar nicht mehr, wie das Spiel geht. Ich habe gar nicht meine Waffen geshowcastet, was ich so dabei habe. Ich habe den Big Boy auf jeden Fall mitgenommen. Wegen, was ich so, weiß ich nicht, in den nächsten 1-2 Parts so vorhabe. Da gucken wir erstmal, wie das hier mit dieser Quest ist. Ich nehme aber einfach mal an, es ist so eine wiederholbare Quest, so wie mit diesen Dingern aufbauen und so. Ja. Weg. Gut. Hier sind eine Menge Orte, die wir noch nicht erkundet haben. Da ist zum Beispiel ein Bunker. Interessant. Und da ist ein Polizeirevier oder so. War schon erkundet? Nö. Gehen wir erstmal da vorbei. Sonst komme ich durcheinander. Meine Güte, wie viele Sachen sind hier noch? Dabei ist das Gebiet hier gar nicht so riesig. So, diese Waffe habe ich auch im Vault 81 gekauft. Und weil ich, das ist irgendwie wie so ein Schnellfeuer-Scharfschützengewehr, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Mit Nachtsicht. Okay. Kann man ja mal mitnehmen. Hat auch eine Stange Geld gekostet. Ich glaube, die Rüstungen, die ich hier, diese Armrüstungen, die haben irgendwie so was mit 10.000 oder so gekostet jeweils. Oder weniger. Hallo? Ja? Der hat mich nicht gesehen. Ich krieg die Krise. Übergewichtige Arschlöcher. Okay, der hat mich nicht gesehen. Oder doch? Ja, erst so, weiß ich nicht. Ich glaube, das Ding ist auch noch gar nicht verbessert, was ich jetzt hier habe. Also deswegen macht es jetzt vielleicht nicht so viel Schaden. Was ist das? Oh Gott. Nick, warum gehst du so nah an das Ding dran? Oh, oh Gott. Eine Kronkorkenmine. So, so viel dazu. Hier, wie was hier mit? Ich treffe mich wahrscheinlich selber wieder, ne? Wir mal. Sterben muss piepen. Ja, da waren jetzt so, wie viele Erfahrungspunkte?
200 aufgerundet. Und ja, ist das wert? Fusionskern. Hallo. Aber ich bekomme da nicht direkt eine neue Mission, dann muss ich erst zu der einen gehen. Das ist allgemein das, was mich hier stört. Wenn ich die Mission hier abschließe, dann bekomme ich direkt eine neue. Also, hallo. Und das stört mich irgendwie. Was? Das geht mir so richtig auf Nerven, dass ich direkt dann, wenn ich die Mission abgebe, ich direkt eine neue bekomme. Das gefällt mir nicht. Oh. Besten wäre, wenn ich erst mit jemandem reden muss und dann eine neue Mission bekomme, aber nein. Ich bekomme die dann direkt und dann bekomme ich schon wieder eine Mission, die bei mir im Inventar rumeiert. Und das habe ich echt nicht gerne. Hm. Oh, Rainer. Okay, Nick, wo bist du? Aufgepasst. Hast du was auf dem Herzen? Warum läufst du denn schon wieder? Ach, du hast noch meine ganz alte 10mm Pistole, hat er noch. Hör damit. Die ich mal irgendwie vor wie vielen Jahren irgendwie verbessert habe. Weißt du was, die nehme ich jetzt mal. Megapistole. 27 Schaden nur. Wusste ich sogar noch, dass ich die Dinge gegeben habe. Ich habe das in allen Bereichen irgendwie die beste Pistole. Also voll aufgeballt in allen Bereichen. Okay. So, da hier so viele verschiedene Orte sind, bleiben wir noch mal hier. Ich hatte sowieso vor, irgendwie random wieder durchs Ödland zu gehen. Weil ich wollte zwar irgendwo anders reden, aber war mir nicht letztens hier. Okay, wow. Direkt hier um die Ecke, meine Güte. Gut, wo sind jetzt die ganzen Orte hier? Gehen wir erstmal da zur Polizeistation. Vielleicht kriegen wir ja wieder was von diesen einen Typen. Hier so ein Holoband. Das wäre irgendwie an jeder Polizeistation finden, obwohl das hier sieht nicht, das sieht nicht so aus wie eine Polizeistation. Militärkontrollpunkt, ja okay, oder das. So, komm mal jemand her, ich will meine Pistole ausprobieren. Oh nee, nicht Gunner. Sehr gut. Was? Das war wohl der letzte. Oh, da sind noch viele. Oh. Nein. Oh, hallo. Ja, irgendwas ist das? Oh Gott. Ja, ich sollte die Waffe nicht benutzen. Ja, ich habe wieder ein paar Stimpacks. Hatte ich glaube ich im letzten Part nicht mehr so viele. Aber wir haben ja so ein paar Drogen hergestellt und so was alles. Deswegen kam ich wieder zu so einem Pass, dem Bett. Hallo. Wow. Wow. Zum Teufel. Tut nur 45er Munition schießen und das ist trotzdem so stark. Einer vor, wenn ich 50er Munition einpacke, 50er Munition für mein bestes Scharfschützengewehr. Luft ist rein, denke ich. Ja. Oh, trotzdem wieder wie blöde Schaden hier. Sagen wir, geht hier nicht nur irgendwo runter.
Ey. Soll ich Leichen einfach treten? Okay. Jetzt nicht gedacht, hat er echt explodiert. Einfach nur wegen Paranoia hier reingegangen. Oh, lass mich mal hier pennen. Komm, Bock jetzt, was den Pack zu benutzen. Ist noch Vorsicht, also irgendjemand ist hier noch. Wenn ich hier niemanden sehe. Oh, ich weiß gar nicht, was ich hier brauche, um Roboter zu bauen. Vielleicht nochmal nachgucken sollen, so was ich für Sachen brauche. Hallo, ein Meister-Safe. Darf ich vorstellen, mein Dietrich. Geschafft. Und da ist eine Schrott drin. Ich glaube, Nick wird hier nirgendwo. Ich muss mal mehr Siedlungen und sowas alles treffen. Ich habe so das Gefühl, dass ich durch Gespräche irgendwie mehr Zuneigung bekommen kann. Oh, hallo, Pistolen und Patronen. So, also ein Dauer plus 5% mehr kritischen Schaden. Und ja, das mit diesen Grocknack Effekten Dinger hier. Ich hatte schon 9. Und als ich dann irgendwann eine Zeitschrift aufgesammelt habe, ist das nicht hochgegangen. Also ja, das habe ich mir nicht eingebildet. Also ja, jetzt wissen wir. Baba 9. Also wenn ich jetzt irgendwann eine Zeitschrift finde, dann will ich, dass er auf 10 geht. So, jetzt muss ich mal gucken. Pistolenpatronen. Okay, das braucht noch ein bisschen. Also ja, das habe ich mir nicht eingebildet. Das ist echt nicht hochgegangen. Ja, schon mal kacke. So, ich... Das Ding kann man doch bestimmt irgendwie abstellen, ne? Wir müssen einfach diesen Kontrollpunkt passieren, angehalten und kontrolliert werden. Da ist ein Ding ins Posten oder was? Nennt man die? Egal. Zinski. Dies ist eine Notfallmeldung an alle Armeesoldaten im Commonwealth. Notfallprotokoll 117 Echo Charlie 9 in den Tower. Ja, was kann man auch so normal werden? Begeben Sie sich bei Problemen bitte zum Militärkontrollpunkt Südbosten. Die Koordinaten findet in Ihrem Leitfaden für den Fall. Okay. Einfach eiskalt von der Bruderschaft übernommen. So, wie kann man diesen Lautsprecher hier abstellen? Vor allem, wie alt dieser Posten ist, ne? Und wie lange der wahrscheinlich am Laufen ist. Irgendwo was. Dies ist eine Notfallmeldung an alle Armeesoldaten im Commonwealth. Notfallprotokoll 117 Echo Charlie 9 in den Tower. Was hat vielleicht das? Nee. Okay, keine Ahnung. Was war das? War es das hier schon? Man kann ich nicht mit so einem Panzer hier durch die Gegend fahren. Da war die ganze Zeit noch Vorsicht, also... hallo? Wieder eiskalte Dingens. Eine Power-Armor. Sag einfach Bescheid. Maschinen waren schon aufgepasst. Okay. Ich bin ganz Ohr. Kannst du das Ding entsperren? Kannst du das Terminal entsperren? Guter Plan. Wie, ich krieg die Erfahrungspunkte nicht dadurch. Ah, wie ist die Struktur? Verstehe. Ich war mir sicher, dass das funktionieren würde. Begeben Sie sich bei Problemen bitte zum Militärkontrollpunkt.
Okay. Ja, ich krieg keine Zuneigung von. Ich hab's. Ah, hast du das? Aufgepasst. Rede weiter. Hey, Valentine. Du siehst aus, als wolltest du mir was sagen. Nee. Oh, nichts. Sicher, sicher. Na, ich dachte, ich krieg jetzt wenigstens irgendwie... Nimm ich mal Erfahrungspunkte. Was ist das denn? Okay, nie wieder. Keine Zuneigung, keine Erfahrungspunkte. Mein Grund, warum ich das machen sollte. Okay, ich nehme an, wenn man das nicht... Hallo? Wir haben mal den frischen Fusionskern. Hier ist schon wieder eiskalt hier, so eine super starke. Aber meine Fusionskerne, die halten ja jetzt länger. Zack. Jetzt nur wisst ihr, wie lange die vorgehalten haben, ne? Aber egal. Gut, so viel dazu. Ich mal wieder eiskalt in der Power Armor. Am rumcruisen. Ich werde mir öfter mal solche Militärstützpunkte angucken. So, jetzt komme ich mit der Karte nicht mehr so klar. Jetzt sehe ich, sehe fast gar nichts mehr auf der Karte. Warte mal, kann man doch irgendwie... Warte. Ja, das kann man doch irgendwie einstellen, ne? Nö. Pip-Boy-App. Ja, stimmt, gibt's ja auch. Okay. Ich würde mir das lieber... Ich würde das lieber haben, wenn ich das so... untransparent sehe. Intransparent. Wie nennt man das? Nicht transparent. Intransparent. Antransparent. Irgendjemand wird mir das bestimmt sagen. Ja, warte mal da. Guck, guck, na. Scheiße, was war das? Hallo, na. Ich konnte hier so schön. Könnte mir schön hier. Big Boy hier rein. Ballern, aber nein. Dann machen die mal eine frische Rüstung hier kaputt, ey. Du. Das ist Wagen. Du stehst die ganze Zeit hier, ne? Ups, falsch. Falsche Steuerung, falsches Spiel. Ich bin recht ein Analogstick, Mili. Ja, okay, lenk die ab. Ich mache den Rest. Oh, hallo. Ah, verdammt. Ich will irgendwie versuchen, hier einen Militärstützpunkt hier anzugreifen, oder was? Alter. Wo ist der? Alter, du hattest doch. Ich wollte schon sagen. Was ist das? Bams. Sehr gut. Ja, vielleicht mit einem Schwert auf die losgehen sollen, weil meine Stärke erhöht sich ja mit einer Power Armor. Aber okay. Warum? Warum einfach, wenn es auch volle Mühe kompliziert geht? Okay, irgendwas sagt mir, die wurden durch das Addon irgendwie hinzugefügt. Okay. Ist aber nix. Oh, das hätte ich schön angreifen können. Ich hab das Gefühl gehabt. Hallo? So, sah aus wie ein Feld hier.
mit Pflanzen und Gemüse und so. Okay. Hup, war es da schon wieder von diesem Part. Haben wir hier alles erkundigt. Das ist der eine Typ, den ich erledigt habe gerade. Der gerade durch die Gegend geflogen ist. Egal, werde ich schon finden. Jedenfalls, ich beende die Partie und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Fallout 4. Ich bedanke mich allerseits fürs Zuschauen und sage tschüss, bis zur nächsten Folge. Wow, das war badass. Tschüss.